Ja, herzlich willkommen zum vierten Bosskampf. Und zwar ist es ein bisschen schwieriger, denn ihr habt hier einmal Kraftschild, Buff, einmal reich werden, reicher Kraft, einmal kein Hit mehr, passiv. Also schon eine ganze Menge, was man gegen Groot da von Kabam aufgestellt bekommt. Und wir werden uns das mal gleich anschauen. Und deswegen gehen wir gleich gleich mal rein. Und ich würde mal sagen, ja, wir gehen mal, machen gleich einen Cut und gehen mal gleich ins Game-Geschehen ein. So, lass uns mal den Kampf beginnen. Du siehst, ich nehme hier ein Platin-Pool und ich hau drauf und die leichten Angriffe, sowie die mittleren, sowie die schweren, machen ihm nichts aus. Das Einzige, wo man Schaden nimmt oder wo unser Gegner, der Groot, Schaden nimmt, sind tatsächlich die Superattacken. Und die Superattacken, wie du merkst, haben es in sich, denn wie wir am Anfang schon sehen konnten, nehmen diese 400% mehr Schaden. Wichtig ist, dass du halt hauptsächlich ausweichen tust, hauptsächlich versuchst die SK1 und die SK2 halt rauszulocken. Klappt nicht immer, aber das ist das Wichtigste. Und ja, das war es eigentlich von meinen Tipps. Jetzt lasse ich dich den Kampf ein bisschen genießen und zum Schluss sage ich noch zum Schluss ein bisschen was zu dem Kampf. Let's go! Schau zu! Ab hier habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Ich habe leider gedacht, ich schaffe es noch mit dem Arena-Renner, das heißt, dass Wolverine draufhaut. Aber die 1% haben es natürlich in sich und die wollten auch nicht weggehen, denn ich habe total vergessen, hey, du kannst nur Superkraft mit Superkraftschaden Schaden bewirken. Ja, das war noch bei mir halt drin und dann habe ich natürlich noch eine SK1. Ist mir gern gelungen, bevor ich fast dann verreckt wäre. Aber das ist bei mir so, dass ich bei 1% immer noch den Fehler mache, dass ich dann denke, okay, jetzt haue ich darauf und dann ist er weg. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn dir das Video gefallen hat, liken, abonnieren und weiterempfehlen. Und ja, that's it.